Der Pakt Zukunft ist eine Gemeinschaftsorganisation bestehend aus Träger der Wirtschaft, Kommunen und Institutionen im Raum Heilbronn-Franken. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Region zukunftsfähig zu gestalten. Dabei stehen Initiativen und Projekte im Vordergrund. Nun wurde die Johannes-Häusler-Schule Neckarsulm als ausgezeichnetes Förderprojekt des Pakt Zukunft geehrt. Die Johannes-Häusler-Schule aus Neckarsulm trägt ab sofort das Prädikat besonders wertvoll. Dank vielen unterschiedlichen Projekten erreicht die Werkrealschule eine äußerst praxisnahe Berufsorientierung, welche die Schüler zu einem guten Abschluss motiviert. Im Jahr 2009 haben gerade mal die Hälfte der Hauptschüler in Baden-Württemberg nach ihrem Schulabschluss einen Ausbildungsplatz bekommen. An der Johannes-Häusler-Schule allerdings ist diese Quote der Hauptschüler schon seit Jahren recht hoch. Rund 75% haben nach der 9. Klasse eine Ausbildung in der Tasche. Bei den Schulabgängern der 10. Klasse, also der Realschüler, liegt der Wert sogar bei fast 100%. Wir haben die Zahl der Schulabbrecher, der Bildungsverlierer in den letzten 6 Jahren quasi auf null reduziert. Das heißt, jeder Schüler, der an die Johannes-Häusler-Schule geht, hat die Garantie eigentlich, dass er einen erfolgreichen Abschluss und Anschluss bekommt. Stärken, stärken ist das Motto der Schule. Der Pakt Zukunft hat dieses Bildungskonzept nun mit einem Preis ausgezeichnet. Die Schule sei mit ihren Projekten wegweisend für alle Werkrealschulen des Landes. Hier wird eine sehr individuelle Förderung durchgeführt nach den Bedürfnissen der Schüler. Sie wissen, hier sind sehr viele Kinder, die einen Migrationshintergrund haben. Und diese Schüler haben es ja häufig sehr schwer im Berufs- und Arbeitsleben oder um überhaupt quasi schulisch bei uns mitzukommen. Und hier sind eben all diese Brücken aus unserer Sicht in sehr guter Weise, um nicht zu sagen in vorbildlicher Weise, geschaffen. Durch die Auszeichnung verpflichtet sich die Johannes-Häusler-Schule, 5 weitere Schuleinrichtungen zu beraten. Denn das erfolgreiche Konzept soll auch an den anderen Schulen umgesetzt und sogar weiterentwickelt werden. Wir besuchen individuell die Schulen in regelmäßigen Abständen und wir bieten ihnen Hilfen an in den Modulen, die wir ihnen beraten. Wir machen zum Beispiel, haben zum Beispiel mit den Schulen ein Berufswahlcurriculum entwickelt, das heißt, eine Verteilung der Unterrichtsinhalte berufsbildender Art von Klasse 5 bis Klasse 10. Im Preis enthalten ist eine finanzielle Förderung von 20.000 Euro verteilt auf 2 Jahre. Das Geld geht aber nicht nur an die Johannes-Häusler-Schule. Es wird auf alle 6 beteiligten Schulen aufgeteilt, um die berufsorientierten Projekte zu fördern.